Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skispringen. Jetzt geht's weiter in Villach und wir sehen, habt vielleicht noch ganz kurz gesehen, dass Severin Freund hier ja den Schanzenrekord hält von 91 Metern. Und da wir jetzt ja doch deutlich bessere Springer sind als damals, haben wir gute Chancen, heute den Schanzenrekord zu knacken. Die Windbedingungen sind allerdings wieder sehr, sehr schlecht. Deswegen machen wir auch nur einen Sprung, wieder den mit Severin Freund. Aber die Windbedingungen sind echt Murks. Wieder viel Wind, diesmal allerdings von der anderen Seite. Kommt jetzt von rechts rein, da sehen wir auch sofort, wie der Ball hin und her fliegt. Machen jetzt mal, wie gesagt, einen kleinen Quali-Sprung. Sehr hoch in der Luft und trotzdem kommen wir noch an die rote Linie ran, obwohl der Sprung mehr als bescheiden war. Aber sehr, sehr schwierige Bedingungen. 91 Meter ist der Schanzenrekord. Da ist schon was drin, wenn wir ein bisschen ruhigere Bedingungen erwischen würden. Ja, da kriegt er sofort Kopfschmerzen von der Richie Freitag. Sehen wir auch, der Sprung war nicht perfekt. So, sehr böig der Wind auch. Also macht wieder mal keinen Spaß. Severin Freund eröffnet eigentlich wie immer in dieser Saison den zweiten Durch den ersten Durchgang. Ich sage immer zweiter Durchgang. So. Boah, nach der Landung ist das auch immer so ein Geruckel. Meine Herren, 85,5 Meter immerhin, 107,5 Punkte, aber trotzdem, es ist echt schwierig. So, der Schanzenrekordhalter ist unten. Jetzt kommt Andy Wellinger und versucht etwas weiter zu springen. Vielleicht ist das sogar möglich. Boah. Alter Schwede. Da muss man sich richtig konzentrieren. 2 Meter kürzer. Er macht trotzdem den Gerhard Schröder Gedächtnisjubel. 104,5 Meter. Punkte, Entschuldigung. 104,5 Meter wären ein Traum. Da ist auch schon wieder der Rettungshubschrauber unterwegs. Aber die Balance im Flug ist natürlich Mist. Na gut, 88,4 immerhin noch. Aber das ist super schwierig. Mal schauen, ob wir vorne liegen. Knapp. Da fehlt nicht viel. Spricht aber auch dafür, dass ich momentan einfach keine. Ich habe momentan keine gute Form, habe ich das Gefühl. Mal schauen, ob es mit Richie Freitag jetzt besser wird. Der Ball pendelt sofort hin und her. Bald man losfährt. Okay, der Absprung war gut. Der könnte besser gehen. Ach. Ach, herrje. Sturz mit Richie Freitag im ersten Durchgang. 88 Punkte. Reicht dann auch nur zu Platz 12. So viel zum Thema, der Weltcup ist durch. Da muss er jetzt schon auf Platz 3 noch springen im zweiten Durchgang. Und wir sehen, die Konkurrenz hat auch nicht gerade geschlafen. Wir müssen weit über 100 Punkte holen. Also 120 Punkte sind jetzt schon Pflicht. Ansonsten wird es schwierig. Boah, haut es aber wieder zur Seite. Unglaublich. Mann, 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 der war auch wieder schlecht, der Sprung. 87,5 Meter, 110 Punkte nur. Das wird nix. Damit wird er heute nicht auf dem Podest landen, Richie Freitag, denke ich mal. Aber was ist denn los? Ein schöner Wetterflieger anscheinend. Na. Ja, Detlef Blanke geht vorbei. Also Richard Freitag, Schadensbegrenzung. Da geht er auf Rang 4 heute wohl nur. Außer es passiert jetzt nochmal ein Sturz, was wir natürlich nicht hoffen. Eigentlich sind die 91 Meter auch bei den Bedingungen hier drin. Geht schon wieder zur Seite weg. Der war super. Aber keine 91, 90,5, verdammt. Aber 119 Punkte, das ist natürlich das, was wir uns eigentlich von Richard Freitag gehofft hatten. Jetzt mal ein bisschen anders hingesetzt. Mal schauen, ob das hilft. Aber der Sprung war ziemlich gut. Fast 20 Punkte Vorsprung für Andy Wellinger. Severin Freund muss jetzt erstmal nachlegen. Wie gesagt, bei schwierigen Bedingungen. So, jetzt wie gesagt, ein bisschen andere, für mich eine andere Sitzposition.
Eieieiei, was ist denn los? Das gibt's doch nicht. 90,5 Meter, natürlich dieselbe Weite, aber die Haltungsnoten sind deutlich schlechter. Verliert er fast 10 Punkte bei den Haltungsnoten. Mist, verdammter. Damit gewinnt er wahrscheinlich nicht. Nee, Andy Wellinger gewinnt mit 4,5 Punkten Vorsprung. Da sehen wir mal, selbe Weite und trotzdem 7,5 Punkte weniger. Wahnsinn. Richard Freitag nur auf Platz 4, bekommt damit nur 50 Punkte und jetzt sind es nur noch 70 Punkte nach vorne. Hat er natürlich Glück gehabt, dass Andy Wellinger gewonnen hat, ansonsten wäre es noch enger geworden. Also das war überhaupt nichts. Eieieiei, das muss definitiv noch besser werden. Bin ich so richtig gut in Form? Severin Freund kriegt wieder bei Fitness einen ins Minus. Na super. Wir gehen direkt zum nächsten Springen. Schauen, wo es denn hingeht in Kuopio und wieder Wind von der Seite. Langsam reicht's echt mal. Das macht doch echt keinen Spaß mehr. Und was für ein Wind, 5,7. Nachts in Kuopio, es regnet, es stürmt von der Seite, das ist doch Kacke. So ist das echt nicht spaßig. Boah, alter Schwede. Also, da sieht man, wenn ich den Springer nur mal kurz in Ruhe lasse, dann bläst es ihn quasi um. 93,5 Meter ist ein Witz. Na, das kann was werden. Jo, Aufgabe haben wir geschafft, aber auch gerade so. Fitness haben wir ja 1 ins Minus bekommen, deswegen gehen wir da nochmal drauf. So. Das wird keinen Spaß machen, das nächste Springen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber das letzte Springen hat auch schon keinen Spaß gemacht. Oh Mann, ich will endlich mal wieder ruhige Windbedingungen haben, einfach schön springen. Ich weiß nicht, Roar Lillström ist vielleicht Roar Jockelsøy. Ein wunderschöner Name, norwegischer Springer von früher. Hab mich immer sehr gefreut über den Namen Jockelsøy. So, wir müssen jetzt in einen bestimmten Bereich springen. Bei den Windbedingungen wahrscheinlich kein Problem. Weiter kommen wir eh nicht. Was da jetzt wieder dieses Geräusch bedeuten sollte, ist mir auch ein Rätsel. So, 89,5 Meter. Aber es ist irre schlecht zu springen. Dann regnet es auch noch. Also wer das erfunden hat hier, das, der gehört erschossen. Und der Strahler da hinten bringt mir natürlich besonders viel. So, der BMI ist hier eigentlich in Ordnung. Ja, machen wir doch alles mit. Und dann geht's wieder ins Training rein. Und mindestens ein paar 50 Punkte. So, der Rekord hier ist aber auch relativ dicht an der Hillsize dran. So, einen Trainingssprung haben wir natürlich auch noch schnell raus. Andy Wellinger hier nur auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Der Sieger letztes Jahr im Weltcup. Das war quasi unser bester Sprung. 105 Meter, 91 Punkte. Er klatscht sich selber ein bisschen Beifall zu. Macht sich warme Gedanken. Yay, und er freut sich jetzt doch. Yay, es ist keiner da. Warum jubelst du? Naja, jeder wie er kann. Dünner wird er aber auch nicht. So, dann geht's weiter nach Kuopio. Das drittletzte Springen bei wunderschönen Bedingungen. Ich werde jetzt gar keinen Quali-Sprung machen. Wenn ich die Schnauze voll hab. Nein, nein, nein.
Ich will nicht. Nein, ich möchte nicht. Ich finde schön, dass auch immer im Stadion nebenan Leute sind, obwohl da ja gar keiner springt. Ah, da gibt es wohl nur eine Animation für. Aber guter. Alter, was ist denn los? Ich glaube, der hat gesoffen, Richie Freitag. Torkelt da im Auslauf rum, 104 Meter, 89,2 Punkte, der war ordentlich. Da waren wir im Training aber eben schon mal einen Meter weiter. So, Severin Freund kommt direkt als nächstes. Daneben sehen wir die Skiabfahrtspiste und auch eine Hütte von Le Long Dark. So, Severin, ab geht's. Schauen, ob wir weiterkommen als die 104. Schon wieder. Oh. Das gibt's doch nicht. Meter, willst du mich verarschen? 62,3 Punkte. Ich bleibe ganz ruhig. Alles wird gut. So, jetzt kommt Andi Wellinger. Wie gesagt, der ist ja nicht windanfällig. Die alte Kante. Und schon geht der Ball darüber. So, jetzt ruhig, 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 ruhig. Das war ein super Sprung. Abstand der beste, den wir hier gemacht haben. 16 Meter weiter als eben Severin Freund, wo ich nach dem Absprung komplett verrissen habe. Wirklich wie immer eine große Streuung. Ich meine, zwischen unseren Springern 33 Punkte. Sag mir nicht, dass der jetzt auf Platz 3 bleibt. Ne, Detlef Blanke zieht vorbei. Aber das ist ja trotzdem noch drin. Severin Freund, der ja immer noch Zweiter im Gesamtweltcup ist. Aber nicht so richtig rankommt. Beim letzten Mal auch nur Zweiter geworden, beim Sieg von Andi Wellinger, als Richie Freitag ja nur Vierter geworden ist. Dann jetzt konzentrieren wir uns mal auf den zweiten Durchgang. Das Ziel kam zu spät, ihr Idioten. 113 Meter, 102,4 Punkte, ein guter Sprung. Mal schauen, was er wert ist. Also führen tut er auf jeden Fall. Detlef. Uiuiui. Detlef Blanke. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist anscheinend ein Seitenwindspringer. Oh, der war gut. Der ging Richtung rote Linie. Versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu quatschen während der Sprünge. Der war gut, 116. Mit besseren Bedingungen könnten die auf jeden Fall schon Schanzenrekord springen. Aber 116 Meter ist ja auch nicht verkehrt. Deutliche Führung, 201 Punkte. Da war der erste Durchgang einfach zu schlecht. Der zweite Durchgang war ja auch nicht perfekt dann von Severin Freund. So, jetzt Andi Wellinger oder Richie Freitag. Wer gewinnt? In Kuopio, im Regen und Seitenwind. Boah, und es wird nicht Andi Wellinger sein. Nee. Der war vermurkst. Ähnlich vermurkst wie der von Severin Freund im ersten Durchgang. Nur 84 Punkte, wie er sich dafür feiern lässt. Blöd kann man eigentlich sein. Ich finde immer ein bisschen schade, dass hier die Platzierung nicht sofort eingeblendet wird. So, Andi Wellinger, es reicht noch für Platz 2, aber natürlich 27 Punkte im zweiten Durchgang verloren. Damit gewinnt Richie Freitag. Schon wieder, und damit sind es 120 Punkte Vorsprung. Das ist die Vorentscheidung im Gesamtweltcup bei noch zwei Springen. Das wird kein Problem sein. Aber jetzt reicht es auch mit diesen schweren Bedingungen. Ich habe echt keine Lust mehr darauf. Und ich merke auch, dass wenn man dann die ganze Zeit dabei redet, dann ist es doch auch so, dass die Konzentration leicht nachlässt.
Leichter Seitenwind in Hakuba. Okay, zwischen 91 und 108 Meter. Da können wir doch vielleicht mal ein bisschen was rausholen. Da sehen wir auch das Windfähnchen schon oder die Windhose oder wie das auch immer heißt. Schon deutlich, deutlich ruhiger. Und dann können wir jetzt mal sehen, wie schön Skispringen sein kann. Ja, wenn man nicht in einen Bereich reinspringen muss. Ach, wie schön. Naja, vielleicht dürfen wir ja gleich mal wieder normal springen. Schön, dass sie auch die Anzeigetafel angemacht haben für unseren Trainingssprung. Das ist ein Träumchen. So, machen wir das mal so. Hat er auch wieder ein bisschen abgenommen, der Junge. Stufe 8. Jetzt gibt es den nächsten Trainingssprung mit Richie Freitag und 1000 Punkte im Amateurweltpokal. Damit haben sie Chia Rich Rage Pro Plus freigespielt und Motivation steigt auch noch. Schauen wir dann mal Anfang nächste Saison, was wir da alles machen können. Ist immer blöd, wenn man drei Springer nimmt, dann hat man natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung, wie wenn man mit einem Springer spielen würde, weil dann würde man ja jedes Springen quasi gewinnen. So, ich habe nicht geschaut, was wir machen müssen. Telemark-Landung. Machen wir einfach mal. Ja, sauber. 106,5 Meter, 18,5, 20, 19,5. Kann ich auch mitleben. Schon sehr gleichmäßig hier, über 60. Müssten wir nur endlich auch mal wieder Bedingungen bekommen, wo wir das ausleben können. Und tatsächlich hat Andy Welling mal was Positives bekommen. Motivation plus 2. Ja, jetzt haben wir wieder zwischen 86 und 103 landen. Ins nicht sehr japanische Hakuba geht es jetzt auch. Die Häuser hinten sehen ja eher bayerisch aus. Da seht ihr das. Das sieht nicht so japanisch aus. Was soll's? Ich verwechsle auch immer Hakuba und Harachov. Bei Harachov auch überhaupt nicht japanisch klingt. So, zwischen 86 und 103. Absprung mal vermasselt. So, und schön gelandet. Und da ärgert sich. Ich glaube, ich mache auch nach der Aufnahme schon die Pause, weil ich echt merke, ich werde doch müde. 93 Meter natürlich nur. Aber die Aufgabe haben wir wieder bravourös gemeistert. Ich glaube, es ist generell erst zwei oder dreimal passiert, dass wir mal was verkackt haben. Hat schon wieder abgenommen. Jetzt sind es nur noch 74,5 Kilo. Der Mann ist ja ein Hungerhaken und es gibt noch eine Wette und jetzt geht's nach Hakuba, Nummer 13 von 14, das vorletzte Springen im Amateurweltpokal. Danach gibt es nur noch quasi die Ländertournee und da geht es ja dann sogar ins Skifliegen. Das werden wir allerdings erst morgen sehen, also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, morgen Skifliegen. So, machen wir nochmal einen kleinen Quali-Sprung mit Richie Freitag, um wieder mal ein bisschen gutes Gefühl reinzubekommen. Normalen Bedingungen zu springen. Okay, das sieht gut aus. Dann können wir, denke ich mal, Richtung rote Linie gehen im zweiten Durchgang. 110 Meter war der, war nicht perfekt. Oh, da gibt es sogar einmal die 20 vom Russen. Keine Ahnung, welchen Sprung der gesehen hat, aber eine 20 war das nicht. So, und jetzt mit Severin Freund rehabilitieren.
Jawohl, der war super. 112 Meter sogar, zweimal die 20, einmal 19,5, 105,1 Punkte. Der war tipptopp. Da kann man nicht meckern, der muss erstmal geschlagen werden, 105,1. Jetzt kommt Andy Wellinger. Ähnliche Weite. Vielleicht nicht ganz so weit. 111,5. Dreimal die 19. Damit wird er knapp hinter Severin Freund liegen. Aber in einem ähnlichen Bereich. Zwei qualitativ gute Sprünge. Auch bei einfacheren Bedingungen. Und schauen wir mal, was die Konkurrenz macht. Die ist deutlich geschlagen. Daran sieht man auch, dass meine Leistung mal wieder etwas besser geworden ist. Und jetzt mit Richie Freitag versuchen wir natürlich auch in diese Sphären vorzudringen. Über 110 Meter ist auf jeden Fall das Ziel. Jo. Aber auch ordentlich. Auch 111,5 Meter. Dreimal die 20. Einmal 19,5. Quasi, die wird aber gestrichen, die 19,5. Perfekte Haltungsnoten für Richie Freitag. 104,7, damit ist er trotzdem nur auf Platz 2. 0,4 Punkte hinter Severin Freund. Andy Wellinger ein bisschen abgeschlagen, aber trotzdem eine gute Leistung. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir den Schanzenrekord knacken können. Die rote Linie gilt es zu überfliegen. Natürlich auch keine Aufwindbedingungen, eher Rückenwind, aber nur ganz leicht. Die rote Linie ist nicht drin, aber der Flug war hinten raus sehr schön. 115 Meter, auch wieder zweimal die 20, die in die Wertung eingeht, 110,5. Leider nur 115 Meter, ich glaube, da ist aber mehr drin, als jetzt Andy Wellinger gezeigt hat. Deutliche Führung. Und jetzt kommt Richie Freitag, mal schauen, 120 Meter, jetzt nochmal 5 Meter da draufsetzen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Uff, da bin ich zu spät gelandet. Waren auch nur 113 Meter. 90,9 Punkte, damit wird er nur Dritter werden, Richie Freitag. Da bin ich zu spät runtergekommen. Aber es reicht immerhin noch für Platz 2 aktuell. Jetzt heißt es Severin Freund oder Andy Wellinger. Der Vorsprung war ja schon rund 5 Punkte. Upsala. Trotzdem der weiteste Sprung, obwohl die Absprungkraft nicht perfekt war. Aber ein ruhiger Flug, 116 Meter, Haltungsnoten ordentlich, 110,3 Punkte. Das ist der Sieg für Severin Freund. Damit kommt er doch nochmal näher ran, macht 40 Punkte gut. Bedeutet, heute ist Richie Freitag noch nicht Weltcup-Gesamtsieger geworden. Das werden wir hier nochmal sehen. Freund vor Wellinger und Freitag in der Gesamtwertung bedeutet das 80 Punkte Vorsprung für Richard Freitag. Die wird er aber im letzten Springen nicht mehr verlieren, außer er stürzt brutal im ersten Durchgang und scheidet aus. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Deswegen gehen wir auch direkt weiter und machen die Trainingswoche, um dann eben das letzte Springen des Weltcups mitzunehmen. 5000 Euro und dick ist er geworden. Ach komm, 76,6 Kilo. Ey. Das ist echt zum Mäusemelken. Und die Windbedingungen sind von vorne in Zakopane. Schauen wir mal. Benjamin Lager, wer ist das? Ich kenne nur Benjamin Reich, der ehemalige Slalom-Ass. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt diese Saison immer noch dabei ist. Letzte Saison war er noch dabei. Noch nicht wirklich viel Ski Alpin geschaut. Wie gesagt, brauche immer ein bisschen, um mich da reinzufinden.
So, Dänemark-Landung haben wir knapp geschafft. So, jetzt wieder in der polnischen, im polnischen Spring-Mekka. So, schön, dass er mit den Händen wieder mal gebremst hat. Da hinten sehen wir wieder den kleinen Grafikfehler. Keine Ahnung, wer da was hinbauen wollte. Müssen wir nochmal ein bisschen abnehmen jetzt. Jawohl, 24,7. Aber die Jungs sind wirklich viel zu dick fürs Skispringen. So würden die keinen Wettbewerb überstehen. So, die Trainingssprünge sind ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, bei mir kommt die Müdigkeit jetzt doch extrem durch. Deswegen, wie gesagt, machen wir nach Zakopane auch Schluss. Das ist ja auch das Ende des Amateurweltpokals, also quasi unser Weltcup, der fest in deutscher Hand ist. In deutsch-österreichischer Hand natürlich. Detlef Blanke ist ja auch häufig vorne mit dabei in letzter Zeit. So, ich weiß nicht, was die Aufgabe war, aber ich denke mal, wir haben es auf jeden Fall gemeistert. So, Motivation auch mal ein bisschen. Du, 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 haben wir nichts mehr geändert. Wetten machen wir natürlich. Da haben wir eine Wette gewonnen. Andi Wellinger braucht unbedingt mal einen neuen Anzug. So, jetzt machen wir nochmal ein paar 50 Punkte sollen wir machen. Wie gesagt, ihr merkt schon, ich bin nicht mehr besonders redselig. Bin kurz vorm Einschlafen. Nicht viel geschlafen, plus Weihnachtsgeschäft. Wie gesagt, ist eine spaßige Kombination. Wie gesagt, das Skispringen, das beruhigt mich immer sehr, aber manchmal ist es auch sehr, sehr beruhigend. Viel zu beruhigend. So, die Aufgabe wieder gelöst. Und sogar ein bisschen abgenommen, der Junge. 74,2, er wiegt sogar eigentlich weniger als die anderen. Da tue ich ihm fast ein bisschen Unrecht. So, und dann geht es jetzt zum Finale nach Zakopane, wo Richie Freitag quasi eigentlich nur, ich weiß gar nicht, wo er reinkommen muss. Dritter reicht auf jeden Fall. Selbst Fünfter reicht noch, ach, wahrscheinlich Siebter, Achter oder sowas kann er werden. Dann wäre er safe für den Gesamtsieg. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Quali-Sprung hier mit. Wind ist natürlich wieder nicht perfekt, aber es sollte eigentlich reichen, um hier in Führung zu gehen, den Qualifikationsdurchgang gleich mal zu gewinnen. Dreimal die 19 von den Haltungsrichtern. Kann ich mit leben. Ja, Entschuldigung. Oh Mann, ey, ich bin gerade so müde, das ist unglaublich. So. Aber jetzt nochmal Konzentration hochhalten. Es geht ja hier ums Springen. Severin Freund eröffnet den ersten Durchgang. Jawohl, auch noch gut gelandet. Relativ spät gelandet allerdings. 110,5 Meter, 42,9 Punkte. Weitenpunkte. 99,9 Punkte insgesamt. Da waren wir aber haarscharf an der 100. Schade. Jawohl, da freut er sich, der Severin. Jetzt Andy Wellinger, der ehemals dickste Springer.
Zwischen der Severin Freund, glaube ich, dicker. Absprung gut getroffen, auch nicht ganz so verdreht wie eben Severin Freund. Aber kommt trotzdem nicht weiter. Aber da habe ich den Landeanflug auch nicht perfekt gemacht. Telemark war ein bisschen reingeschummelt, die Haltungsnoten werden nicht gut sein. Nur 95,2 Punkte. Ja. War eigentlich vom Beginn her besser. Hinten raus ist es da ein bisschen da niedergegangen. So, und jetzt Richie Freitag muss in den zweiten Durchgang kommen. Ich denke mal durchaus, dass wir das schaffen werden. Jo. Das war ein fast perfekter Sprung für die Verhältnisse. 112,5 Meter, 105 Punkte, deutliche Führung für Richie Freitag. Und ich denke mal, damit kann man auch sicher sagen, dass er den Gesamtweltcup gewinnt und sich damit auch für die nächste Saison für die Profiliga qualifiziert, wie ja alle unsere drei Springer nächstes Jahr dort dabei sein werden. Sehr, sehr guter Sprung eben gerade. Hat 90,2 Punkte, da ist wieder was vorgelegt worden. Da muss Andi Wellinger jetzt erstmal schauen, ob er da rankommt. Der Wind ist jetzt gerade leicht von der Seite. Schauen, ob der vielleicht nochmal ein bisschen rüber dreht. Upsala. So, mal schauen, wie weit geht's. An die rote Linie ran, aber nicht weit genug, um einen Schanzenrekord aufzustellen. 114,5 Meter, die Landung war ordentlich, da kam wieder das tolle Geräusch für was der Jut gemacht oder für was das auch immer steht. War ein ordentlicher Sprung, keine Frage, aber ich denke mal, es geht noch weiter runter. Aber für die Führung reicht es, damit Andi Wellinger Dritter im Gesamtweltcup. Darauf ist er gebucht, auf jeden Fall. Jetzt kommt Severin Freund, der einzige Mann, der Richie Freitag noch verdrängen kann. Boah, aber im allerletzten Moment gelandet. Da war, glaube ich, nochmal ein kleines Stück weiter, 115 Meter. Haltungsnoten etwas schlechter. 106,5 Punkte, das müsste aber die Führung für Severin Freund sein. Aber Richard Freitag, na, das waren schon zwei richtig gute Sprünge jetzt von Freund und Wellinger. Schauen wir mal. Also, irgendwo unter die Top 10 sollte er springen. Dann hat er den Gesamtweltcup gewonnen, das haben wir ja eigentlich immer geschafft. Deswegen jetzt der finale Sprung zum Gesamtweltcup für Richie Freitag. Uuh. Schlechte Bedingungen, hat man denke ich mal gesehen. Der Absprung war natürlich auch schon nicht perfekt, aber da haben die Skier mehr geschlagen als bei den Vorgängern. Bedeutet, dass er wahrscheinlich nur Dritter werden wird, Richard Freitag. Aber es reicht, um den Gesamtweltcup zu gewinnen. Dann ist es allerdings hinten raus nochmal leicht eng geworden. Ja, ach, er gewinnt. Ja, leck mich um Arsch. Er gewinnt heute. Da waren die Abstände gar nicht so groß wie gedacht. Hatte auch natürlich 5 Punkte Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Aber ich dachte, er hätte jetzt mehr verloren im zweiten. Aber ganz knapp mit 1,1 Punkten. Bleibt da vorne und damit verdienter Gesamtweltcupsieger mit 100 Punkten Vorsprung auf Severin Freund. Andi Wellinger mit 1045 auf Platz 3. Detlef Blanke, der doch häufiger mal ja, doch sehr, sehr weit vorne gelandet ist. Ich glaube, er hat sogar. Ja, hier war er mal Dritter. Und hier war er zweimal Dritter. Also ordentliche Leistung, da kann man nichts sagen. Da waren Richie Freitag und Severin Freund mal geschlagen. Also, der Gesamtweltcup geht an Richie Freitag vor Severin Freund und Andi Wellinger. Haben wir die Jubelposen nochmal gesehen? Ich bin stolz wie Bolle und müde und jetzt kommt gleich wieder laute Musik. Laute Musik. Ja, ich lese das nicht vor, weil die Musik, wie gesagt, so laut ist. Und die kann ich nicht noch leiser stellen. So, die Wette haben wir gewonnen. Nächster Wettkampf ist dann in Trondheim. Und danach geht es dann auch nach Oberstdorf, Bad Mitterndorf
und vor allem Vikersund und Bad Mitterndorf. Das sind zwei Skiflugschanzen, da freue ich mich sehr drauf. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Schauen dann, dass unsere Springer doch ein bisschen schmaler werden, was doch... Ich glaube, wir brauchen so einen BMI-Trainer. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, aber wir kriegen nächste Saison ja auch wieder neue Trainer. Dann werden wir nämlich auch bei den Profis mitspringen und schauen, ob wir dann bei der Vierschanzentournee vielleicht schon ganz vorne landen können. Wahrscheinlich aber eher nicht. Die erste Saison wird wahrscheinlich die interessanteste, weil wir da dann tatsächlich endlich mal richtig gute Gegner haben. Dann werde ich auch ein bisschen wacher sein müssen als jetzt heute Abend beim Spielen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Danke fürs Schauen und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Skispringen. Bis dann.